Hallo und einen schönen guten Morgen von der Hobbyfamilie aus Dänemark. Wir machen mit dem Video jetzt direkt da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir haben euch ja gesagt, wir gehen noch schön essen und das haben wir auch gemacht. Wir waren bei unserem Lieblingsitaliener hier direkt an der Hauptstraße von Blavan und es war wie immer lecker. Da hat sich auch nach fast 3 Jahren kein Stück verändert. Super Portionen. Und richtig, richtig lecker. Wir haben uns auch schon ausgesucht, was wir heute machen wollen. Wir werden heute in den Blavan Zoo gehen mit den Kindern. Der hat ganz gute Bewertungen und das wollten wir uns schon beim letzten Mal angucken. Haben wir dann aber sein lassen, da haben wir so viele andere Sachen gemacht. Und ja, dieses Mal in diesem Urlaub wollen wir dann doch mal in den Zoo gehen. Okay, ich hole jetzt Brötchen und dann geht's für uns gleich los. So, 12 Brötchen für 6 hungrige Mäuler. Lecker. Was anderes, was? So, Achtung, die Touris kommen. Um 10 wollten wir hier sein, da sind wir aufgestanden. Um 10:30 habe ich Brötchen geholt, dann wollten wir uns beeilen. Beim Brötchen holen habe ich schon gesehen, der Parkplatz ist halb voll. Jetzt haben wir es 13 Uhr, wir haben es endlich geschafft hier zu sein. Und wie alle anderen auch, die auch nicht mit dem Arsch hochkommen, die auch nicht aus dem Ferienhaus rauskommen, sind wir jetzt hier ganz hinten am hintersten Ende auf dem letzten Platz vom Parkplatz. Und das kommt alles nur, er wollte ausschlafen. Ich wollte gar nicht ausschlafen. Oder er hat man einfach ausgeschlafen. Man hat mich aber gar nicht ausschlafen lassen, weil du hast mich ja geweckt. Du bist ins Bett gesprungen, ich bin hochgeschreckt. So. Jetzt sind wir im Zoo. Auf geht's. Bei den Affen. Cool, Leon. Das fängt ja sehr exotisch an mit Kaninchen, ne? Ja, die gefallen mir. Lass sie uns an den Arm nehmen und mitnehmen. Na. Du willst wo sind wir? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Oh, dieses Kind. Du machst mich fertig. Ich bin runtergefallen. Ja. Das macht er nochmal, ne? Ja. Oh. Aber diesmal langsam. Bin ich vorsichtig. Das könnt ihr nicht glauben. Noch ein kleiner Kammer. Hey, Jana! Janni, komm da runter. Janni, komm jetzt. Janni, wo willst du hin? Janni, wir gehen jetzt weiter. So, wir sind gerade rechtzeitig da gewesen zur Löwenfütterung. Wir haben uns schon gewundert, warum bei so vielen Autos auf dem Parkplatz so wenig Leute im ganzen Zoo waren, aber die sind alle da hinten und wir sind jetzt relativ früh wieder gegangen, weil ja, wir haben halt gesehen, wie die zum Fleisch hochgesprungen sind und viel mehr gibt es jetzt auch nicht zu gucken. Jetzt sind wir, ich weiß nicht wo, was sind denn das? Irgendwelche Äffchen oder so sind das. Lemuren. Was sind das? Lemur. Lemur. Was ist ein Lemur? Die sehen voll süß aus. So, hier will Janni jetzt nicht mehr reinkommen. Er hat Angst vor Meerschweinchen. Ja.
sind Hühner geil. Da läuft ein Huhn. So, jetzt sind wir hier irgendwo in der Westernstadt gelandet. Das ist hier auch ganz cool Hühner gemacht rum. Hier, ne? Ha? Hier laufen Hühner rum. Hier laufen Hühner rum. Lass welche mitnehmen. Ich habe den Hahn gefangen. Bock, bock, bock. Bock, bock. Das geht, Esel. Oh, das geht. So, jetzt sind wir hier in einem Freifluggehege gelandet. Hier sind überall Netze über uns drüber gespannt. Hier ziemlich niedrig am Rand, aber da hinten in der Mitte richtig weit oben. Und ja, mit richtig vielen tollen Vögeln hier. Von manchen weiß man auch überhaupt nicht den Namen. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Aber richtig schön, nett angelegt hier, oder? Ja, ist wirklich toll. Mit so einem kleinen Bach da vorne und wo man so über so eine Brücke rübergehen kann und so. Es ist total faszinierend, dass die meisten Äffchenarten und was ich so bis jetzt an Tieren hier hatte, wo ich mit der Kamera richtig dicht rangehen konnte, dass die alle auf meinen Puschel hier oben, auf den Windpuschel von meinem Mikro drauf gucken, weil die denken, das ist vielleicht auch ein Tier oder so. Ich meine, sieht ja auch fast so aus, ne? Da gucken wir mal alle drauf. Entschuldigung. Das ist drauf. So, das war's. Ein schöner Nachmittag im Zoo. Oder? War doch schön, oder? Ja. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Sogar der Große hat seinen Spaß gehabt. Der hat natürlich dann auf dem Camping, genau, auf dem Spielplatz nicht so mitgemacht. Aber ja, ansonsten war es schön. Ne? Viele tolle Tiere. Ja. Wir haben mit dem Wetter Glück gehabt. Der Eintritt 130 Kronen für alle ab 12 Jahre und 70 Kronen für alle bis 11 Jahre.
gut. Ab 3, ne, glaube ich, war das. Ab 3, genau. 0 bis 3 ist frei und dann ab 4 bis 11 ist 70 Kronen. Gut, das ist jetzt nicht so ganz günstig, aber am Ende ist es ja doch wesentlich größer, als wir gedacht hätten. Ne? Ja. Also es sieht von der Straße aus so klein aus, wo wir echt dachten, beim letzten Mal schon vor 2,5 Jahren, wo wir hier waren, wir wollten ja nicht her, das sah so klein aus. Ne? Und war eine gute Entscheidung. Und es war genau der richtige Tag. Es ist ja die ganze Woche bescheidenes Wetter angesagt und wir haben echt Glück gehabt heute. Habt ihr ja gesehen, war richtig schön Sonnenschein. Zwar nur irgendwie 5 oder 6 Grad, aber das hat man kaum gemerkt. Ne? Das war okay. Ja. Gut, wir wollen jetzt ein bisschen grillen. Und lassen den Tag jetzt noch ein bisschen ausklingen. Wir haben noch ein paar Stunden. Ist gerade mal 16 Uhr, glaube ich, ne? Ja. Ja, so, war fein. Kann man machen, ist empfehlenswert. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Dann und überall Spielplätze. Ach, Spielplätze. Das ist sowieso toll. Also, wie hast du gezählt? Ich nicht. 5 Spielplätze? Bestimmt, ne? 4, 5. Immer wieder was. Immer wieder. Also, man ist nicht weit gelaufen, 5 Minuten und dann war da wieder ein Spielplatz. Also, das war echt toll. Ja. Ja. Viel Abwechslung, war toll. Das war's, das reicht. Im nächsten Video begleitet ihr uns dann auf das nächste Abenteuer. Die meisten von euch wissen ja schon, unsere Playlists, da oben ist eine Playlist. Unsere Playlists sind immer von Anfang bis Ende in eins durch. Da könnt ihr wirklich von Tag für Tag uns eigentlich auch im Urlaub komplett begleiten. So wie wir den Urlaub auch erlebt haben. Ja. Also, im nächsten Video geht's weiter. Bis dann.